Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Kristall! Wir sind hier in Olivianna City und haben im letzten Part, glaube ich, den Leuchtturm besiegt vor allem. Ja, wir haben den Leuchtturm besiegt. Der ist jetzt kaputt. Der ist tot. Den gibt's nicht mehr. Und jetzt geht's schon Richtung Anemonia City. Das ist der Wahnsinn, du. Hier, surfen wir mal los. Direkt hier an dieser Stelle. Moment. Wer ist denn da? Schau mal. Wer ist das? Monja! Hallöchen, es freut mich, dich kennenzulernen. Ich bin Monja von Montag. Als Zeichen unserer Freundschaft schenke ich dir dies. Hackattack. Ja, wollstens. Dieses Item versteckt Flugattacken. Damit solltest du ein Vogel-Pokémon ausstatten. Aber hallöchen. Mensch, haben wir ein Glück, wa? Haben wir direkt Moinsen getroffen. Das ist ja witzig. Jetzt haben wir schon, glaube ich, zwei, oder? Getroffen von den Wochen... Schwestern, Brüdern, Geschwistern. So, ja. Zwei oder drei, ich weiß es nicht. Hier ist Hackattack. Haben wir einen Flusch-Pokémon. Ja, Xatu hier, wunderbar. Zack. So, weiter geht's hier direkt. Die See ist ruhig. Möchtest du Surfer einsetzen? Ja. Dü, es sieht so doof aus. Wir haben uns in einen Lapras verwandelt. Das ist hier so. Und hier schwimmt ein lustiger Kopf im Wasser. Klicken wir diesen Kopf doch mal an. Du musst dich erst aufwärmen, bevor du schwimmen gehst. Das ist Grundwissen. Wie wärmt man sich fürs Schwimmen auf? Ich habe mich nie aufgewärmt. Was macht man da? Muss man das? Hä? Ich weiß halt, man darf nicht mit vollem Magen ins Wasser. Sonst kriegt man vielleicht Krämpfe und geht unter. Deswegen soll man ungefähr so eine halbe Stunde warten, bevor man dann ins Wasser geht, wenn man gegessen hat. The Fish this, aber aufwärmen davon weiß ich jetzt nichts. Okay, wie du meinst. Auf jeden Fall hat er hier schon mal einen Tentacher, das haben wir glaube ich noch gar nicht gesehen, ne? Sieht cool aus. Ist mir nur zu blau. Und das war's auch schon. Wir haben Flamme draußen, wie falsch ist das denn bitte im Meer? Das sollten wir schleunigst ändern und wir haben Knofensa immer noch nicht umbenannt. Also Ultrigaria, also Confesta, ihr wisst schon. So, jetzt komm raus, zeig ihm, was Sache ist hier. Mit deinem Rankenhieb, wann erlernst du eigentlich mal Rasierblatt? Was ist da los? Toll, da hat er gar nichts gebracht, ne? Das Ding ist ja auch Typ Gift und da ist unter anderem Typ Kampf sehr effektiv eigentlich, war das? Jetzt brauchen wir nicht mit Gift da antanzen, das macht nichts. Das ist, hat eigentlich keine Wirkung. So, aber Zerschneider hat's gerissen, zack. Ein paar Quallen zerschnitten hier. Ne? Okay, Onkel, ich gebe auf. Was für ein Onkel. So alt bin ich jetzt auch wieder nicht. Anemonia City ist ziemlich weit weg von hier. Na, das werden wir erstmal sehen hier. Oh, stopp. Gerade habe ich es doch noch angesprochen. Ich muss das Pokémon tauschen. Tun wir einfach mal. Ja, Xatu raus, ne? Das passt soweit. Und dann surfen wir einfach mal weiter. Und hier ist das erste wilde Pokémon. Und es ist ein Tentacher. Wow, wer hätte es gedacht? Wer hätte es nur ahnen können? Ja, Schnabel. Mit Hackattack ist das jetzt ja verstärkt worden. Was super praktisch ist. Das ist wunderbar. So. Ja, ich fange das jetzt nicht ein. Das braucht doch kein Mensch. So, weiter geht's. Oh, hier sind so viele Trainer. Nee, echt? Oh, Mann. Wie der schwimmt, wie das aussieht. Hey, du bist jung und fit. Surfe nicht auf deinem Pokémon. Schwimme. Da sagt er was, du. Aber Anemonia City ist schon ziemlich weit weg. Das möchte ich nicht schwimmen. Ich möchte die ganze Strecke nicht schwimmen. Das ist ein bisschen weit. Aber an sich, ja, hätte ich schon Lust zu schwimmen. Hey, die männliche Muschi ist wieder da. Super, Nachtnebel. Ja, reicht halt leider nicht. Oh, Aurora-Strahl. Das war Typ Eis, oder? Ja, scheiße. Okay. So viel dazu. Ha. Ja, das ist ein bisschen eng. Hier, Aurora-Strahl ist nicht gut. Schillock? The fucking hell? Wo hat der denn... Was? Geil! Ach, wie das wackelt!
Geil! Schenk mir das mal! Was soll der Scheiß? Oha! Da hat er einfach einen Schillock. Das ist ja heavy. Das gibt es ja nicht. Das geht ja gar nicht. Was soll das? Ich will jetzt dieses Schillock. Mann. Naja. Werde ich nie haben. Nicht in dieser Generation. Hey, noch eine Muschi. Männlich oder weiblich? Männlich? Warum sind denn alle männlich? Hä, voll eigenartig. So. Das war's. Wunderbar. Schwimmer Milos wurde besiegt. Was sind das für ein Name? Oh, ich hab verloren. Schwimmen hält deinen ganzen Körper fit und gesund. Das ist richtig. Jegliche sportliche Aktivität wird meinen Körper gesund halten, würde ich mal sagen. So, hier ist eine Abgrenzung. Da geht's nicht weiter. Müssen wir jetzt nach links. Oh, Mantax! Hey! Nice! Das muss ich mir fangen. Der Witz ist, es hat an seinem Flügel ein Remoraid und das verwirrt einige. Weil man könnte meinen, und ich glaube sogar ich als Kind hab's auch gedacht, dass sich Remoraid zu Mantax entwickelt. Dem ist aber einfach nicht so. Remoraid wird zu Octillery, irgendeiner Krake. Und Mantax hat einfach mal gar keine Entwicklung. Aber das verwirrt wirklich. Das ist, ja. Ist nicht so cool. Aber es sieht schick aus. Das ist schon ein cooles Pokémon. Verdammt, ich habe nur noch 6 Superbälle. Was ist denn da los? Und ich glaube, es ist ein bisschen schwieriger einzufangen, oder? Ja. Super. Du mit deinem Blubstrahl hier. Oh shit, Alter, was? Was denn bei dir los? Superball los, du bleibst jetzt drin. Ich wollte eigentlich Pokémon wechseln, aber hab mich verklickt. 2, 5, 7, 8, verdammte Scheiße, bleib doch mal drin. Fast hätte es geklappt. Blubstrahl hin und her. Oha. Es wird ein bisschen eng hier. Molchi braucht die zum Verteidigen. Zack, los geht's. Hohoho. So, versuchen wir es weiter. Es wäre schon mies, wenn ich es nicht krieg. Es wird ziemlich fies. Wow. Willst du mich verarschen? Wow. Okay, ich krieg's nicht. Die Fangrate von dem Viech ist zu hoch. Ich verstehe es einfach nicht. Warum haben die so eine hohe Fangrate gemacht? Hä, nee, was andersrum. Die Fangrate ist niedrig. So rum, was laber ich? Na, das ist echt unfair. Mensch, das gibt's doch nicht. Ihr Arschlappen. Hm. Oh mein Gott. Hey, ich glaub's doch nicht. Letzter Ball. Letzter Versuch. Sonst bringe ich die um. Ich sag's doch gerade, wie's ist. Mit deinem Kumpel an deinem Flügel da. Den bring ich auch um. Ja gut. Scheiße. Ja, wir können halt nicht immer Glück haben. Wir hatten ja sonst relativ gut Glück hier in diesem Let's Play bis dahin. Ne, Pokémon gut gefangen und so weiter. Bla, aber jetzt halt leider nicht. Also musst du sterben. Wer nicht hören will, muss fühlen, mein Freund. Auf Wiedersehen. Schade auch. Aber ich denke, wir begegnen Mantax bestimmt noch ein bisschen öfters. Ich hoffe es. Oh, hier sieht man die Strudelinseln. Hey! Die sind jetzt aber noch irrelevant, denn genau, wir können da noch nicht hin. Wir brauchen Whirlpool. Das ist, glaube ich, eine VM. Und ich glaube, ich habe sie noch nicht. Und was soll der Scheiß? Du hast gerade weggeguckt. Ich bin auf dem Weg zu den Strudelinseln. Ich gehe mit meinen Kameraden auf Erkundungsreise. Du bist schon bei den Strudelinseln. Und vor allem, wie kommst du da hin ohne Whirlpool? Hm. Schwimmer Karin. So, so. Goldini, Goldini. Goldini, Goldini. Ja, Xatu reißt es da natürlich vor allem. Confesta. Mach es. Kaputt, bitte. Rank und Hieben. Wann erlernt das Rasierblatt? Ich will den Rasierblatt. Bitte. Bitte, Rasierblatt. Autsch. Super gemacht. Was kommt als nächstes?
Goldini. Goldini, Goldini. Ultrigaria. So, dann schauen wir doch mal kurz nach. Habe ich bestimmt schon mal getan. Ich weiß es nur nicht mehr. Wann, Oha, 42. Das dauert noch ein bisschen. Ansonsten lernt es nichts mehr. Nur noch Lockduft. Was will ich denn mit dem Scheiß? Ein Super-Pokémon. Hey, Golking. Das ist schick. Das ist ein schönes Pokémon. Das ist so ein Koi-Karpfen. Voll schick. Das sind richtig schöne Fische. Au, wieso kann es Schnabel? Gib ihm die Säure ins Gesicht. Damit hast du jetzt nicht gerechnet. Tschüss, Karin. Viel Spaß noch. Ist es so richtig? Was ist so richtig? Tief versteckt auf den Strudelinseln soll ein großes Pokémon leben. Was für was für ein Pokémon das wohl ist, hä? Das ist Lugia. Ja, knallhart. Voll gespoilert hier. Anemonia City. Tada, da sind wir schon. Ist gar kein so weiter Weg, aber ich sehe noch keine Stadt. Was soll denn der Kack? Wir sind doch noch nicht ganz da. Level 15 Tentacher. Ich habe keine Zeit für dich. Ich muss an Land. Ja, ich muss meine Pokémon heilen. Ich muss hier Bälle kaufen. Na, endlich. Na, ach, komm schon. Na, immer im letzten Moment. Ich hasse es. Kennt ihr das auch, ja? Also, das ist furchtbar. Ja. Ich hab gesagt, ich hab keine Zeit für dich. Tschüss. So. Putz. Urplätze, weißt du, haben wir uns so zurückverwandelt. Ganz cool. So, hört sich hier an wie Teak City. Voll schön. Anemonia City. Eine Hafenstadt umgeben von stürmischer See. Dafür, dass es eine Hafenstadt ist, ist hier kein Hafen. Das ist sehr eigenartig. Aber okay, lassen wir das mal. Heilen wir unsere Pokémon erstmal. Und dann haben wir schon 13 Minuten. Und dann würde ich mal sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder und gucken uns dann ein bisschen in Anemonia City um. Hier gibt es nämlich tatsächlich, obwohl die Stadt schon klein ist, gibt es doch einiges hier zu sehen. Ein paar spannende Sachen. So viel dann aber im nächsten Part. Vielen Dank fürs Zusehen. Ja, bis zum nächsten Mal. Danke, tschüss. Euer GameTricks.